Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Gut, Minecraft für heute. Von Papers, Please, meine Damen und Herren, zusammen mit dem kompletten Freedom Squad. Freedom! Ihr habt euch dafür ausgesprochen, dass wir auf jeden Fall eine weitere Runde wagen. Und 8 Punkte, die gilt es dieses Mal zu überbieten. Schaffen wir das, Jungs? Ja. Ja, vielleicht können wir mit Namen lesen können. Also wenn wir klug wären, würden wir jeden eine Aufgabe zuteilen. Der eine checkt den Namen, der eine das Datum. Ich kann nicht lesen. Ich auch nicht. Ich kann lesen. Manchmal, aber nur im Winter. Okidoki, Jungs. Diesmal schaffen wir das. Macht euch mal ein bisschen Log ab. Wir müssen mal so ein bisschen einmal links und rechts. Okay? Ja. Okay. Kannst du jetzt mal wen finden, der gesucht wird? Ach so. Oh, warte mal. Ja, stimmt. Das müssen wir hier mal draufpacken. Oh Gott, oh Gott. Alter, der in der Mitte. der sieht wirklich komisch aus. Die untere auch. Mal gucken. Ach, die untere ist doch sexy. Also soll das jetzt? So, 3, 2, 1, 10 Minuten. 8 Punkte müssen wir schlagen. Komm schon. Ach Mann, und was will hier die Fliege? Papiere Kämpfen. Bitte. Okay. Zack, Besuch. Mali Fiske. 26.01. Der Name stimmt nicht. Ja. Name stimmt nicht? Nee, warte, aus? Was ist denn das da? Ach so, ich bin... Nee, schon. Okay, gut. Glorian Meyer. Okay, alles gut. Dann let's go. Direkt den ersten Punkt absahen. Oh. Perfekt, ja. Erster Punkt. Direkt nächster. Wir schaffen's. Ich glaube auch an uns. Wenn nicht wir. Elvis. Wir. Alter, sexy. Okay, die Dauer des Aufenthalts, 14 Tage. Und Transit war das, ne? Ja, ich komme nur hier durch. Perfekt. 22.01. Datum ist auch spitze. Weiblich ist sie auch. Kein Schwerverbrecher. Warte mal. Muss da nicht so ein Strich auf dem Schild sein? Oh. Ja, das könnte sogar sein. Ah, ja. Warte. Stimmt. Nee. Ja, stimmt, da. Ist gefälscht. Sauber, Jungs. Was? Zack, Diskrepanz. Dieses Dokument ist gefälscht. Mann. Ich verstehe sie nicht. Arsch! Zack, so, komm, direkt der Nächste. Dumbay mit den Laseraugen hat's gesehen. Du hast wirklich die Laseraugen. Du bist mega geilo. Ach so, und ausweisen zählt dann auch auf jeden Fall als Punkt. Ja, genau, das zählt. Ist Verbrecher! Ja, stimmt! Sauber, Zombie. Laseraugen aktiviert. Er ist on fire. Das ist er, auf Platz 1. Ich sage gar nichts. Arsch! Zack, direkt schon den nächsten Punkt. Was tun sie denn da? So kriegen wir unsere 8 Punkte sofort. So, ja. Ey, das war einfach, ey, ultra. Es war impressive, es war wirklich gut. Direkt, Orvetsch. Okay, weiblich. Da fehlt ein Dokument. Was? Fehlt da nicht noch Einreise? Oder ist nee, sie kommt aus Aztotzka. Das ist alles in Ordnung. Aztotzka, ist sie 1,76? Ist sie groß? Ja, Übereinstimmung. Okidoki. Dann würde ich sagen, ist alles richtig. 7.8. Okay. Probier. Ja, ich bin nicht optimistisch. Ja. Jawohl, direkt der nächste Punkt. Oh, Jungs, das sieht gut aus. Das können wir nicht sogar mehr als 8 Punkte haben, wenn wir einfach alle durchwinken und hoffen, dass es... Nee, man kriegt, man kriegt immer minus 30 Sekunden. Ich bleibe hier 6 Monate und Arbeit. Okay, Architektur... Und der Stempel? Ja, da ist ein Strich drin. Ja, ich meine, bei der Arbeitserlaubnis. Achso, der Hammer. Achso, der Hammer. MFA sieht richtig aus. Der MFA? Ja, jo, ist eine Übereinstimmung. Ne? Hampus Brauten. Okay. Hampus Brauten. Das sieht alles. Der Code. Der Code? Passnummer. Stimmt! Oh, Zombie. Alter, ist der komplett falsch. Er ist der absolute MVP. Schauen Sie nochmal genau hin. Ah, hier muss nicht genau hingeguckt werden. Sie werden einfach weggesperrt. So viele Leute heute, die festgenommen werden. Ja. Heute. Ein krasser Tag heute. Jetzt wird's richtig geflutscht. Da geht einiges was? Ab. Hallo, so, Papier, ich will gerne durch. Oh, ein Wissenschaftler. Oh, nee, da fehlt ihm was. Da fehlt ihm was. Was fehlt mir denn? Ihm fehlt eine... Warte... Einreisegenehmigung. Ja? Jetzt wirst du verhört. Ich dabei. Bitte. Hier. Ach komm, jetzt hat er sie doch noch. Gobble-Mode. Könnte der nicht... Nee. Michael 2 Monate? Hat er gesagt, dass er 2 Monate da sein will? Ja, 60 Tage. Ja. Seriennummer stimmt auch, Name stimmt auch. Ja, dann würde ich doch mal sagen, da oben ist das auch richtig. Ja. Dann Herr Dovler. Oh, danke. Hier, Mr. Kalkopf. Have fun. Lol, die Trottel haben mich durchgelassen. Was? Doch, haben wir einen Punkt? Ja, ich war nett. Oh Gott.
Ich bin die Olga Lesowska. Hey, war der Arbeiterstempel nicht andersrum, dass der Hammer weiß war und der Rest lila oder doch? Es gab irgendwie vier verschiedene. Ja, es gab verschiedene. Ach so. Ich gucke aber gerne nochmal für dich nach. Den gibt's aber nicht. Doch, der Text ist da. Der Text ist da. Den kann man nur super schlecht lesen. Ach so. Ja. Naja. Okay, dann müssen wir weiblich zum Gnedo. Der Nummer 25, geht auch. 14.01. ist auch richtig. Ja, ich würde sagen. Ja, komm. Olga. Box rin. Herzlich willkommen in Aztotzki. In Aztotzki, ach. Und ja, wieder ein Punkt. Jungs, noch, ja, das schaffen noch zwei wir. Punkte. Ich bin so stolz auf uns. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Zeit. Das wird absoluter Weltrekord. Das ist Manuel. Einwanderung. Oh, der Stempel ist falsch. Da fehlt MLL, glaube ich. Oder? Nee. Ach, Mann. Modano ist Manuel. Komplett Stempel. Diese Stempel. Ist Envy, Elder Hasnavic. Edgar? Hasnavic. Elder? Nein, ist nicht Edgar. Zack. Komm rein, Diggi. Viel Spaß. Direkt der Nächste. Wir machen die Punkte. Wir haben jetzt schon... vorsichtig sein. Jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen. Okay, Sir. Also... Ja, Bild stimmt. Ich will zu meiner Frau ziehen? Unbegrenzt. Okay. Oh. Hier steht männlich im Pass. Hä? Okay. Diskrepanz! Sind Sie jetzt eine Frau oder ein Mann? Warum fragen Sie? Oh, mach den Scanner an. Oh. Zeigt ein bisschen was zu sehen. Ein paar Bilder schießen. Oder was macht er da? Ja, wir machen ein paar Bilder. Er ist tatsächlich ein Mann. Und, ja, Übereinstimmung. Ja, ist keine Übereinstimmung, ist kein Okay, Körper. Alles klasse. und ansonsten ist hier alles richtig. Mann, Fliege, jetzt macht er doch mal weg hier. Ja, gucken wir nochmal. Was? Die Nummer ist richtig, Datum ist richtig. Okay, ja, dann let's go. Und? Aha, falsch. Ja! Rekord gebrochen. Ja, wie hoch können wir ihn setzen? Hallo, Sir. Ja, das ist jetzt nämlich das, was wir machen. Wir müssen einen Weltrekord aufstellen. Ben Schroeder, ja. Code stimmt auch. Sind 8 Wochen, 2... Ja. Die Seriennummer ist richtig. Ja. Sven, Schroeder, sieht Sven. Sieht alles gut aus. Okay, da ist auch alles sauber. Okay, ich dann direkt gelaufen. Rüber. Viel Spaß. Oh, wir sind eine warm gelaufene Maschine und noch ein Punkt. Oh. Haben wir eigentlich... Wir haben doch gar keinen Fehler gemacht, oder? Nee. Alter, oh Vater. Gott. Ja, die guckt wie 7 Tage Regenwetter. Zweck ihrer Reise, Besuch. 30 Tage. Moment! Oh. 30 Tage sind nicht. Zack. 30 Tage, 2 Monate. Madame, was ist denn jetzt hier los? Das war ein Fehler. Ich bleibe eine. Okay, Glück gehabt. Einige Monate. Einige sind auch mehr als 2. Ja, aber ja. Mach nochmal mit einigen Monaten. Mach nochmal auf einige Monate. Okay. Ich glaube, einige Monate ist eine Übereinstimmung. Oh, okay. Dann weiblich aus Haiyan. Das der Stempel MKG. Ist doch ein... Ah, nee, das sieht wahrscheinlich wieder nur so aus. Ist der Runde. Ist eine Übereinstimmung, ja. Okay. Dann würde ich sagen, viel Spaß, ne? 14.01. Ja. Ja, okay, let's go. Petra, ja. Okay, viel Spaß, Petra. Den Namen so zuletzt. Ist nicht eh schon zu spät, wenn du gestempelt hast? Oder kannst du nochmal rot drüber stempeln? Bestimmt. Piotr Groski. Ich will zu meiner Frau seiner Frau ziehen. Okay, Mr. Piotr Grotzki. Der Code ist toll. Das Datum ist auch toll. Der Stempel ist auch gut. Gorski. Der Name auch. Ja, dann würde ich sagen, Herr Gorski, herzlich willkommen. Spaß. Willkommen in Aztotzka. Ja. Komm hier, mach direkt den nächsten. Es gibt auch gar keine Fälscher, ja. Wir haben einfach 5. Ja, aber am Anfang ich glaube, das Spiel stellt sich darauf aber dann auch immer so ein bisschen ein. Dass sie dann, wenn man den gleichen Fehler immer wieder macht, dann reiten die da auch drauf rum. So, warte mal, 1,70, ja, 65 Kilo stimmt auch. Ja, aber da fehlt doch Moment, was, hier ist ein Fehler. Ja, Geburtsdatum. Diskrepanz! Ja? Keine Ahnung, wovon sie reden. Sie kommen in den Knast, Madame, weil sie den Freedom Squad verarschen wollten. Ja, das nicht mit uns. Dafür kommen sie in den Knast. Zusammen mit Menü. Mit 2 Leuten? Was mache ich denn da? Wir haben gleich doppelt so viele Punkte. Stimmt. Alter, das wäre krass. Was haben wir denn da gemacht? Oh Gott, Alter. Dauert 2 Tage, was sind das? Ja, darf sie ja. Sie reiten ist ja nur Transit. Der Code ist auch geilo. Weiblich. Dunlap, der Name ist auch geilo. Unser Land. Dunlap, Samantha. Code stimmt auch. Okay, dann haben wir's. Stempel auch. Ja, viel Zack. Spaß. Perfekt, Samantha. Viel Spaß. Nehmen Sie die Bombe mit. Oh, wieder ein Punkt. Wieder ein Punkt, Leute.
Ey, zwei Punkte müssen wir noch schaffen, Schwerverbrecher. Okay. Ja, das ist er! Der zweite, endlich! Nee, mal guck erst Bild an. Okay, nee, das ist direkt. Direkt aber ich sag, ich bleibe 8 Wochen. Ja, komm. Sie hätten vielleicht nicht hierher kommen sollen. Ich mag ihren Ton nicht. Arrest! Das ist mein Ton! Was tut sie denn da? Aber ich hab doch nichts gemacht. Raus. Ey, das dauert ja ewig. Komm. Aber wir haben 5 Sekunden bekommen. Ja. Perfekt. Komm. Madame. Papers, please. Zack. Zahnmedizin. Stimmt. Kollegien. Das MFG stimmt auch. Die Stempel stimmen. Moriarty. Okay, das stimmt auch. Weiblich ist sie auch. 4.12. abgelaufen. Oh. Zack, Diskrepanz. Oh. Verhören. Arrest. Nein, ich hatte zu tun. Ja, das tut mir leid. Ich hatte auch zu tun. Und zwar meine Arbeit. Ich muss hier mein Land verteilen. Jawohl. Ihr habt doppelte Punkte. Einen schaffen wir noch. Ja, ich probiere alles. Komm. Oh, schnell. Komm. Pang auf in den Knast. Ich seh's doch, 1,77, stimmt. 84 Kilo. Der gehört in den Knast. Parastina. Ja, okay, stimmt doch alles. Ich will, nein. Was denn, doch, stimmt doch. Der soll nicht in den Knast. Der soll in den Knast, meine ich. Wieso denn? Ja, du, ich gib uns einen Punkt. Der sah böse aus. Nein, es war ein Fehler! Ja, soll ich doch. Knast! Jawohl, aber 16 Punkte, meine Damen und Herren. Oh, Jungs, ich bin so stolz auf euch. Wir haben uns einfach krass weiterentwickelt. Meine Damen und Herren, das war's mit einer kleinen Folge von Papers, Please. Wenn ihr Lust habt, dass wir vielleicht auch mal die anderen Modi ausprobieren, dann lasst gerne eine kleine Bewertung da. Vergesst unter keinen Umständen, bei Zombie Mordado und German Let's Play vorbeizuschauen. Alle drei sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Es lohnt sich. In diesem Sinne, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.